Hallo, Herr Welskote in der Jude-Schule. Leider hat uns der Lockdown wieder die Jude-Schule geschlossen. Und wir wollen ja aber am Ende vom Jahr noch die Geldprüfung machen. Und aus dem Grund haben wir das ganze Geldprogramm mit der Wurfpuppe geübt und zeigen euch jetzt, wie ihr das Geldprogramm daheim üben könnt mit der Wurfpuppe. Falls ihr aber eine Schwester oder einen Freund habt, der auch Judo macht oder auch der kein Judo macht und der mit euch ein bisschen mitmachen möchte, könnt ihr das natürlich auch mit dem machen, denn ihr dürft ja zu zweit trainieren. Aber wir zeigen das hier mit der Wurfpuppe durch. Schön langsam von allen Seiten, so dass ihr alles seht. Ja, ihr könnt das Video ja immer vor- und zurückspulen, wenn ihr was nicht seht. Könnt es euch zigmal angucken, anders wie im Training, da zeige ich es ja nur einmal. Selbst nutzt das Video. Und macht es durch. Ja, genauso von vorne bis hin, sodass wir im Dezember, wenn wir dann hoffentlich wieder trainieren können, nicht bei Null anfangen, sondern dass ihr schon ein bisschen ein Grundwissen habt, was ihr vorzeigen müsst. Wir machen es anhand von eurem Heftchen. Das heißt, holt euer Heftchen her. Das Heftchen ist das hier. Das habt ihr beim Geld-Weiß-Gott bekommen. Ja, nimm das. Wir machen Bild für Bild das Ganze durch. Manche Sachen sind ein bisschen anders, weil wir das mit der Wurfpuppe nicht so machen können. Das ist ja mal vielleicht ein, zwei andere Techniken. Das seht ihr aber dann. Geht trotzdem. Also holt euch euer Heftchen. Holt euch die Wurfpuppe, wenn ihr schon eine habt. Es geht auch mit einem großen Rucksack, wo ihr viele Decken drin habt. Mit dem geht es auch. Holt euch jetzt eine dicke Decke oder eure Matratze aus dem Bett. Und dann legen wir los. Legt das auf den Boden, dann legen wir los. Gleich mit der ersten Seite. Und da geht es um das Fallen. Das Fallen, ich zeige es zu allen Seiten vor, aber so wie ich euch kenne und so wie ich euch im Kopf habe, habt ihr nicht viel. Fehlt euch eigentlich da nichts, müsst ihr das alles können. Ja, ihr müsst drei Fallarten machen. Vorwärts, rückwärts und seitwärts müsst ihr können. Ihr müsst vorwärts auch zu beiden Seiten vormachen. Ja, ich kann vorwärts zu beiden Seiten gesehen. Deshalb übt es auch bitte zu beiden Seiten der Jubelrolle vorwärts. Ich zeige zuerst die Fallschule rückwärts nochmal vor. Da geht es darum, den Kopf nach unten, Zehen anschauen. Der Kopf darf nicht auf den Boden knallen, wenn ihr fallt. Tief in die Hocke gehen, nach hinten fallen, Beine strecken und neben den Popo abschlagen. Sechs von der Seite. Kopf runter, tief gehen. Von der anderen Seite. Kopf runter, tief gehen. Nochmal von hinten. Kopf runter, tief gehen. Seitwärts, rechts, links. Ihr blinkt mit einem Bein. Erinnert euch nochmal dran. Da, wo ihr blinkt, da fallt ihr auch hin. Andere Hand auf den Bauch. Das Bein zur Seite schieben. Die Fallhöhe ein bisschen verkleinern. In die Knie gehen. Und auf die Seite fallen, wo das Bein wegging. Kurz liegen bleiben. Aufstehen. Andere Seite. Blinken. Weg damit. Tief gehen. Judo-Rolle vorwärts. Judo-Rolle vorwärts ist für euch ja eigentlich neu. Das ist die neue Fallart in diesem Prüfungsprogramm. Wir machen es mit Aufstehen. Schritt nach vorne. Wenn das Bein vorne ist, baut ihr mit der anderen Hand eine Stütze neben dem Bein, nicht vorne, so neben dem Fuß. Dann baut ihr ein Rad. Kopf geht nach hinten. Schaut über die Stütze nach hinten. Und dann rollt ihr über das Rad nach vorne. Scan zur anderen Seite. Schritt vor, Stütze, Rad, Kopf nach hinten, rollen, stehen. Ja. Okay, das war das Fallen. Dann kommen wir gleich zur Puppe und wir kommen zu den Würfen. Macht das Fallen ein paar Mal durch. Ihr könnt jetzt auf Stopp drücken einfach. Macht dann das Fallen. Ja, und dann drückt ihr auf Play. Und dann guckt euch die Würfe an.
Okay. So, die Würfe. Erster Wurf in einem Heftchen ist Ogoshi. Habt jetzt alle einen Judo-Anzug, deshalb zieht den Judo-Anzug eure Puppe an. Wir fangen, wie wir es im Training auch machen. Ganz normal hier Ärmelrevers zuerst an. Dann starten wir im ersten Stock, wie ich es immer so schön sage, umarmt eure Puppe. Bringt ihn aus dem Gleichgewicht, hebt ihn hoch, dreht ein mit eurem Bein, da wo ihr im Arm gefasst habt. Eins, zwei, dann seid ihr unten in den Knien. Dann drückt ihn hoch, dreht euren Kopf nach hinten, zieht den Arm und lasst ihn nach vorne. Zeige ich es gleich von der Seite. Aber jetzt greife ich um, mache es zu anderen. Das heißt, da wo ich unten gefasst habe, im ersten Stock, fasse ich jetzt im Arm, umarme mit der anderen Seite, drehen, tief, hoch, werfen. Zeige es nochmal so. Umarmen, drehen, tief, hoch, werfen. Ogoshi. Ist ja einer unserer sechs Hauptwürfe. Ihr müsst ihn bei der Prüfung zur einen Seite zeigen. Ihr könnt nachher von diesen Eindrehtechniken, dürft ihr einen, oder ihr dürft von allen vier Würfen, die ihr vorzeigen müsst, müsst ihr einen auf die andere Seite zeigen. Könnt ihr euch dann einen aussuchen. Der euch am besten gefällt, den werft ihr dann zur anderen Seite. So, das war Ogoshi. Ukigoshi. Ukigoshi unterscheidet sich zu Ogoshi hauptsächlich vom Ausheben. Bei Ukigoshi gehe ich nicht tief, sondern ich nutze diese Bewegung hier, diese Drehbewegung, diese zwei Schritte und bringe ihn da aus dem Gleichgewicht. Schleudere ihn dann hier so nach vorne über meine Hüfte und hebe ihn nicht aus. Ja? Den zeige ich, weil er neu ist von allen Seiten. Mal so im Rücken. So, gleiche Griffe bei Ogoshi. Ärmel und erster Stock. Und dann drehe ich hier rum, schleudere hier nach vorne, ziehe im Arm, schiebe hinten und schleudere über meine Hüfte, nicht übers Bein, sondern über mein Popo. Nach vorne. Seite. Arme im ersten Stock. Mach meine zwei Schritte. Schleude ihn nach vorne. Ohne ausheben. Nochmal von der Seite. Mach meine zwei Schritte. Eins, zwei. Und schleude ihn über meine Hüfte. Mein Popo nach vorne. Ukigoshi. Ihr könnt wieder auf Stopp drücken, wenn ihr wollt, und übt den Wurf. Ja? Und dann geht's wieder los. Neuer Wurf, der in eurem Heft drin steht, Uchigari. Ist ja ein bisschen doof mit dieser Puppe, weil die hat nur ein Bein. Das heißt, ihr müsst euch vorstellen, hier und hier kommt das andere Bein runter. Das, was wir machen, jetzt gleich mit den Füßen, ist zwischen den Beinen vom Partner. So, ich zeige es dir das von der Seite. Ihr greift im zweiten Stock, das heißt Ärmel Revers, und stellt euch seitlich zum Partner hin. Dann macht ihr ein Seitschlussspringen. Eins, eins, zwei. Das Bein steht jetzt zwischen den Beinen vom Partner. Das heißt, hier wäre jetzt nochmal ein Bein. Seitlich stehen. Eins, zwei. Gleichzeitig mache ich mit meiner Hand hier im Revers fest. Sein Weg nach hinten. Da seht ihr schon, was passiert. Der hängt nach hinten. Ja? Eins, Seitschlitz springen. Und im zweiten Schritt drücke ich ihn nach hinten. Gleichgewicht gebrochen. Jetzt sichle ich ihn hier unten. Zeig es von der Seite. Seitlich stehen. Seitschlitz springen. Eins. Zwei. Hier richtig nach hinten drücken. Ich stehe zwischen seinen Beinen. Jetzt hake ich den hier unten.
nicht so einen Angelhaken weg. Und ich drehe mich dann zum Partner hin. Seitlich. Eins. Zwei. Und wenn ich jetzt hier das Bein weg habe, Wade gegen Wade, das ist das Teil, das ist die Wade gegen seine Wade, Wade gegen Wade, und dann drehe ich mich noch zu ihm hin. Letztes Mal noch so. Seitlich stehen. Seitschluss springen. Zack. Drücken hier. Das Ganze auch zur anderen Seite. Greife ich um. Seitlich stehen. Eins. Zwei. Jetzt sehen wir, die Hand hier drüber geht. Ja, und jetzt hier. Ochigari. Große Innensichel Ochigari. Steht aber alles auch in einem Heft drin. Lest das gut durch. Drückt wieder auf Stopp. Übt den Wurf. So, letzter Wurf. Seoi Otoshi. Da können wir in zwei verschiedenen Arten machen. Den hätte ich gerne, dass ich ihn auf zwei verschiedenen Arten mache. Zum einen mit Morotte. Morotte soll hier so langsam können. Auch die Gelb-Weiß-Gürtel. So, ich hole den hier hoch, stellt ihn auf die Zehenspitzen und macht wieder eure zwei Schritte. Eins. Und diesmal das zweite Bein ganz weit raus. Ja, Ellbogen ist hier unter Achse. Dreh den Kopf und dann werft ihn nach vorne. Oder aber, ihr macht es wie Iponsional. Iponsional ist ja unsere Schlangentechnik, gehört zu unseren Schlangentechniken. Die Fremdsinner das angucken, ja, die können damit nichts anfangen, ist ein Judo-Schulen-interner Begriff, ja, Schlangentechnik. Okay, Schlangentechnik heißt, ich halte das Revers fest und der andere Arm schlängelt sich hier unten rein, mache ich dann meine 1, 2 Schritte und dann werfe ich ihn wieder über den Rand. Auf diese zwei Arten könnt ihr Seoi Otoshi machen. Ich zeige es von der Seite. So. Erst Morotte, Partner aus dem Gleichgewicht bringen, hochreißen, dann hier 1, 2, die Pensionage, Partner aus dem Gleichgewicht bringen, schlängeln, das heißt Revers festhalten, Arm loslassen, 1, 2, von hinten, Partner aus dem Gleichgewicht bringen, 1, 2, Iponsionage, Seoi Otoshi, Arm reinstecken, ganz nah unter Achsen, ja, den ganz Schlüssel rein, Schluss zu, bam, zwei Schritte, letztes Mal noch von der Seite hier. Habt ihr noch genug gesehen? Zack, Morotte, Ellbogen unten rein. Denkt an den Schraubenzieher. Ja, so am Revers. Zack, zack. Eins, zwei. Und mit dem Pensionar gegriffen nochmal. Mit unserer Schlangentechnik. Schlüssel rein, Schloss zu, 1, 2 und werfen. Wieder Pause drücken, üben, guckt euch nochmal an, spult vor zurück, wenn ihr was nicht gesehen habt. Ja, macht's nochmal, immer wieder. So, das war die Grundform der Wurftechnik. Jetzt kommen wir zu den Grundformen der Bodentechniken. Ihr müsst 4 Haltgriffe vorzeigen.
Ich zeige die so seitlich vor. Und wir machen das wie einen kleinen, Kreis. Ich glaube, wir machen das in einer anderen Reihenfolge, als das in eurem Heft drin steht. Ja, deshalb müsst ihr ein bisschen aufpassen auf die Begriffe. Ich sage es ganz deutlich, welcher Heilgriff was ist. Wir starten mit dem Kesa Gatame. Jetzt fang so an. So, Kesa Gatame. Seitlich liegen. Diesmal nicht wie bei Honkesa Gatame, nicht wie bei Kutsuri Kesa Gatame unterm Arm, sondern ich gehe jetzt direkt unterm Kopf drunter. Spann den Kopf richtig ein. Popo, alles richtig runter. Seitliche Brust auf seiner Brust. Oberes Bein geht nach hinten. Kopf nach unten. Hon Kesa Gatame, das ist der Vater aller Kesa Gatame sozusagen. Oder die Mutter. Entschuldigung, heutzutage müssen wir ja da aufpassen. Ja, also beides. Das sind die Eltern sozusagen. Das Elternteil des Kesa Gatames. So, dann bleibt ihr so mit den Händen, setzt euch auf die Puppe drauf und legt eure Beine unter die Puppe drunter. Seht ihr gleich? Drauf sitzen, Hände verändern sich nicht, Beine unterlegen und die Puppe unten drunter verschränken, Kopf runter. Tate Shio Gatame. Brust auf Brust liegen, Kopf runter, Beine hinten zusammen. Das seht ihr nachher nochmal, wenn ich es von der anderen, wenn ich es von der Seite vorzeige. Arm bleibt immer noch unterm Kopf. Jetzt dreht ihr euch auf die Seite. So, jetzt müsst ihr euch vorstellen, der hat wieder zwei Beine. Und ihr greift mit der Hand zwischen die Beine. Unter den Beinen durch, an diesen Arm hier. So, und dann holt ihr euch ran. Kopf runter. Brust auf Brust liegen. Popo runter. Yoko Shio Gatame. Den seht ihr nachher auch nochmal deutlicher von der Seite. Dann seht ihr besser, wie ich nach dem Arm greife. Ich zeige alle vier dann nochmal vor. Auch ein bisschen schneller dann. Yoko Shio Gatame. Letzter Haltegriff. Ihr geht zum Kopf hoch. Jetzt geht die Hand zum ersten Mal weg unterm Kopf. Geht auf die andere Seite. Ihr krabbelt zum Kopf hoch. Legt euch neben den Kopf hin und schiebt die Hände und den Armen durch. Und fasst an den Gürtel ran. Dann geht ihr mit eurem Ohr auf die Brust von eurem Partner und hört, ob sein Herz schlägt. Ja, bei dem schlägt das nicht viel. Ist er tot? Er ist eine Puppe. Gerne Spaß kurz. So, das sind die vier Haltegriffe. Ich zeige es mal von der Seite vor. Dann zeige ich es auch nochmal von hinten vor, dass ihr alle Positionen da mal gesehen habt. Also. Von Kesa Gatame. Hände nicht verändern. Drauf sitzen. Beine drunter. Tate Shio Gatame. Arm bleibt unter dem Kopf. Seitlich. Zwischen die Beine gehen. Arm packen. Am Handgelenk vorne. Runterziehen. Kopf runter. Yoko Shio Gatame. Arm weg vom Kopf. Unteren Arm drunter, ihr kriegt hoch zum Kopf, anderen auch unteren Arm, in den Gürtel fassen hier, Herz abhören, Kami Shio Gatame. So, zum Schluss nochmal von der Position. Hon Kesa Gatame. Tate Shio Gatame. Yoko Shio Gatame. Immer dran denken, jetzt seid ihr zwischen den Beinen. Ja, nicht unter beiden Beinen, sondern ihr greift zwischen die Beine. Und am Schluss Kami Shio Gatame. Schön immer eure Beine hinten, hier, als Stütze, auseinander machen. Das habe ich jetzt nicht nochmal gesagt, aber
Wenn ihr die Beine immer zusammen habt, habt ihr keine gute Stütze, dann könnt ihr sie einfach befreien. Deshalb die Beine schön weit auseinander machen, dass ihr eine breite Stütze habt. Okay. Pause drücken. Ja. Durchüben. Das waren die Grundformen der Haltetechniken. Muss meine Puppe binden. Müsst ihr aber auch im Training. Gehört auch dazu. Und wir kommen zur Anwendungsaufgabe im Stand. So, die Anwendungsaufgabe im Stand ist nicht schwer. Die im Boden ist ein bisschen, da müsst ihr ein bisschen mehr zeigen. Im Stand müsst ihr nicht so viel zeigen. So. Okay, Anwendungsaufgaben im Stand. Uke schiebt, heißt es. Uke schiebt und ihr werft eine Eindrehtechnik. Ihr dürft euch von den dreien, die ihr vorgemacht habt, wo ihr euch eindrehen müsst. Ogoshi, Ukigoshi oder Seiotoshi, dürft ihr euch einen raussuchen und den müsst ihr werfen. Ich zeige euch alle drei, ja, und dann sucht euch einfach den aus, den ihr am besten könnt. Erst Ogoshi, ich greife gleich hier unten im ersten Stock, greife am Arm, der schiebt mich. Ogoshi, ausheben, denkt dran, tief gehen, hochheben. Ukigoshi, ihr müsst auch nur zur einen Seite zeigen, ja nicht zu beiden Seiten. Schiebt mich wieder. Und jetzt schiebt mich wieder. Schleudern, nicht ausheben. Und letzter. Ich mache jetzt das mit Morotte, ihr könnt es aber auch mit Ippon machen. Der schiebt mich. Jetzt hier. Ja. Seiotoshi. Einen davon müsst ihr euch aussuchen. So, danach könnt ihr auf Pause drücken, dann loslegen. Ja. Oder ihr guckt euch noch Ochigari an. Beim Ochigari zieht er mich. Nochmal dran denken, mit der Puppe kann ich das ganz gut zeigen immer. Wenn er schiebt, fällt er nach vorne. Ja, dann ist er natürlich geschickt. Wenn er nach vorne fällt, dass ich ihn auch nach vorne werfe. Wenn er nach hinten zieht, dann hängt er nach hinten. Hier. Da fällt er nach hinten. Somit ist er natürlich geschickt, wenn ich ihn dann auch in diese Richtung nach hinten werfe. Also er zieht mich jetzt. Er zieht mich jetzt und ich werfe Ouchigari. Der Wurf, den müsst ihr machen. Da könnt ihr euch keinen anderen aussuchen. Das heißt, ihr fasst zu, ihr bleibt stehen, seitlich stehen und zieht ihn ran. Er zieht zurück, ich zieh ran, er zieht zurück, ich zieh ran, er zieht zurück, ich zieh ran, er zieht zurück. Seitlich springen. Bam! Dürft ihr auch gerne mitfallen dann. Nochmal. Ihr könnt da gern stehen. Ja? Wie so ein wie Seil ziehen. Ich ziehe, er zieht mich. Ich ziehe, oh, er lässt sich nicht ziehen, er zieht mich zurück. Und wenn er mich zurückzieht, gehe ich mit. Hier oben das Gleichgewicht brechen. Und bam, weg damit. Ja? Also da braucht ihr nicht laufen. Beim Eintritt-Training ist besser zu laufen. Okay. Anwendungsaufgabe Boden ist ein bisschen schwieriger. Vor allem mit der Puppe. Weil die Puppe muss mit euch alle vier Haltegriffe durchmachen, damit ihr euch befreien könnt. Deshalb machen wir keine wilden Befreiungen, sondern wir machen ganz einfache Befreiungen, weil viele klappen da nicht mit der Puppe. Ja? Deshalb machen wir einfache Befreiungen. Wir fangen an, ersten Haltegriff. Das war der Kesagatame. Das heißt, legt die Puppe hin, als ob sie euch Kesagatame festhält. So, hier so einen Kopf drunter, dazu einen Arm. Ja. Ihr dürft gerne nochmal die Befreiung aus dem Gelb-Weiß-Gurt machen. Das war das hier. Ihr geht weg vom Partner, krabbelt weg wie ein Uhrzeiger, packt ihn beiden Händen am Judoanzug und drückt ihn einfach nach oben.
Jetzt können wir es aber auch ein bisschen besser machen, wenn ihr so seid. Ja, ihr könnt ein bisschen wegkrabbeln, ja, dass das Gewicht weg von eurer Brust kommt. Und jetzt löst ihr diese Hand hier, die im Arm festhält. Steckt euer Bein drunter, fasst oben in seinen Kragen rein. Und das so. Und jetzt könnt ihr mit hochfinden. Dann geht's schneller. Und dann habt ihr ihn. Also nochmal. So. Ja, wie geht's, Gatame? Ihr geht mit der Hand, die am Arm ist, mit der ihr auch hier nach der Mama biegen könnt, die andere hat er eingeklemmt. Da geht ihr unter euer Bein drunter, fasst ihr in seinen Kragen rein und dann biegt ihr hoch. Hopp. Und wie ich immer sage, der muss einen Fehler machen, damit ihr euch befreien könnt, wenn der perfekt hält, wird es schwierig. Der Fehler dabei ist, er macht einen Handskuck in die Luft. Das heißt, er hält euch so. Guckt nach dem, was der Trainer sagt, so. Und dann könnt ihr euch so befreien. Wenn ihr euch so hält, funktioniert diese Befreiung nicht. Ja? Also merkt mal, wenn ihr übt, euer Partner hat die Rübe oben. Ja, wenn ihr mit einem richtigen Partner das macht und nicht mit der Puppe. Sondern einen zweiten Haltgriff, den Tadashi Yoga Tame. Das heißt, der liegt auf mir drauf und hat mich fest. So. Ja, hier Arm und Kopf. Hier mein Arm eingeklemmt. So. Du umarmst ihn. Macht eine Brücke. Und dann Baumstamm rollen, wie ein Baumstamm. Kippt ihr einfach auf die Seite. Hier. Die Brücke müsst ihr machen, damit er weg von eurer Brust rutscht. Der ist wie eine Rutschbahn, da rutscht er nach oben. Das seht ihr an der Puppe ganz gut. Und wenn der so drauf liegt, und ich mache jetzt eine Brücke hier. Ja, jetzt rutscht er hier so runter. Fuck. Seht ihr, das Gewicht nicht mehr auf meiner Brust. Der Arm ist hier nur am Kopf. Und jetzt kann ich sauber hier ihn umarmen und dann zur Seite drehen. Und ihr müsst auf die Seite drehen. Ich muss ein bisschen weggehen, dass ihr das seht. Ihr müsst auf die Seite drehen, wo sein Arm und Kopf ist. Weil da hat er keine Stütze. Also, hoch den Popo und jetzt zur Seite kippen, da wo keine Stütze ist. Und dann könnt ihr selber gleich die Schiebertappe machen. So, als nächstes haben wir den Yoko Shiyogatame. Der ist ein bisschen komplizierter. Der macht so. Hier zwischen die Beine, hier und am Kopf. Ja, so hat er mich. Brust auf Brust, muss man ein bisschen höher, Kollege. So, jetzt hat er mich hier fest. Der hat meinen Arm hier, den reiße ich los, indem ich einfach hier so meinen Arm strecke. Jetzt schiebe ich seinen Kopf nach unten und hänge mein Bein so ein. Und jetzt wippe ich hoch. Oh, das geht im Arm hier schwer. Muss den Arm kurz ein bisschen wegnehmen. Hopp. Dann drehe ich. Bis ich ihn selber wieder im Yokoshi Yoga Tame habe. Zeigt es nochmal. Der hat mich im Yokoshi Yoga Tame, hat hier meinen Arm. Ja, ich zeige nochmal den Yokoshi Yoga Tame richtig. Dass ihr mal euch erinnert. Ich weiß, ihr vergesst alles in 5 Minuten. Ein Arm ist unter dem Kopf. Andere Hand zwischen die Beine. Und ihr habt den Arm gefasst. So. So habt ihr den Yoko Shiyu getan. Ja? Und der reißt seinen Arm los, zack. Und schiebt dann meinen Kopf hier drunter. Das mache ich jetzt mit ihm. So, den Arm hat er gepackt hier, den halte ich jetzt fest hier. Jetzt reiße ich mich los. Zack. Kopf runterschieben. Einhaken. Und jetzt hier hochwippen. Rupp, bis ich bei ihm drauf liege. Also die Wippe bei Yokoshi Yoga Tame. Letzter Haltegriff ist dann der Kamishi Yoga Tame. Dieser Haltegriff hier, wo der unter meinen Armen an meinen Gürtel fest. So, meine Arme sind hier. Ich packe ihn mit beiden Händen, mache wieder eine Brücke, dass er ein bisschen mit seinem Gewicht nach hinten rutscht. Und dann drehe ich mich auf die eine Seite. Oh, da ist der Arm. Ja, der verteidigt der ganz gut. Und dann drehe ich mich blitzschnell wieder mit einer Brücke. Seht ihr, der Popo ist oben. Auf die andere Seite.
Und dann habe ich ihn selber im Kamishiugatame. Also noch einmal. Der hat mich im Kamishiugatame. So, ich mache zuerst eine Brücke. Dann rutscht er wieder runter. Und dann wie beim Baumstammrollen. Ich roll den Baumstamm in die eine Richtung, der knallt gegen den Ast. Jetzt kommt er zurück. Mein Popo bleibt oben. Ich roll in die andere Richtung. Und halte ihn dann fest. Das war ganz schön viel. Kommen noch zwei Sachen dazu. Pause drücken, das kurz üben. So, wenn ihr wieder dabei seid, jetzt habt ihr einen Partner, der auf dem Bauch liegt. So, den wollt ihr umdrehen. Ja? Wer in allen Trainings bei uns ist, der kennt den Umdrehkreis. Da ist ein ganz wichtiger Umdreher, den ihr für ganz viele andere Umdreher und für ganz viele andere Judo-Techniken können solltet. Also Partner ist auf dem Bauch, da könnt ihr ja keinen Haltegriff machen, also muss ich ihn umdrehen. Ich lege mich auf ihn drauf, das ist sein Rücken, ja, das ist nicht sein Bauch, das ist sein Rücken. Ihr seht, Judo-Anzug hier, Rücken. Arm drunter schieben, so zufassen. Wenn er klatscht. So, dann schiebt ihr den Arm hier hinter seinen Hals so, hinter den Kopf ins Genick rein. Dann krabbelt ihr mit eurem Bein da raus. Und er schiebt den Arm so hoch. Jetzt seht ihr schon, das wird für ihn sehr unangenehm hier. Ja, wird auch für die Puppe sehr unangenehm. Wenn ich den Arm nicht zur Seite schiebe, bricht er sich da den Arm. So, und ich laufe weiter zum Kopf hoch, weiter, bis er sich umdreht. Und dann habe ich ihn fest. Noch einmal. Legt euch drauf, schiebt einen Arm hier unten am Boden entlang drunter. Und zwar nicht über Kreuz. Ja? Rechter Arm auf der rechten Seite durch oder linker Arm auf der linken Seite, wie ihr wollt. Zupacken, als wenn ihr klatscht. Jetzt schiebt den Arm weiter durch, bis er in einem Hals ist. Krabbelt raus. Hoch zum Kopf. Muss kurz den Arm hier ranschieben. Das müsst ihr in Wirklichkeit nicht machen, weil der streckt seinen Arm nicht so weit raus. Euer Partner, der hat seine Arme ja meistens unterm Körper. Lauft weiter, bis er ihn fest hat. Sollt ihr jetzt mit einem richtigen Partner trainieren, dann solltet ihr den Partner nicht so auf den Bauch legen, das macht hoffentlich keiner von euch, sondern der Partner sollte sich so hinlegen. Ja, Arme so unterm Körper. Dann müsst ihr ein bisschen den Ellbogen rausschieben. Das könnt ihr mit der Hand machen oder ihr könnt es mit dem Knie machen. Ja, so. Und dann halt ihren fest. Und letztes dann, ich mache den Umdreher nochmal. So, also noch einmal. Jetzt kommt die letzte Aufgabe, die vorletzte. Rein, wie wenn ihr klatscht. So, drehen. Ein bisschen habt. Das kennt ihr ja schon. Und jetzt will er sich befreien. Oh, der will sich befreien. Der bewegt sich. So. Und dann macht ihr aus dem Haltegriff, der heißt Munigatame, kennt ihr hoffentlich. Zack. Anderen Haltegriff. Und haltet ihn zum Beispiel an dem Kutsuri-Käse-Gatame fest. Ja? Fertig ist das Prüfungsprogramm bis auf Randori. Ihr müsst einen Bodenrandori machen. Und da sieht es so aus, dass ihr im Stand anfangen müsst. Nehmt also eure Puppe, wenn ihr keinen Partner habt, hoch, kämpft wieder so ein bisschen, oh, dann werft ihn, halt ihn gleich fest. Falls will er sich befreien. Oh, da. Ja, wumm, check. Jetzt hat er mich den Halliger. So, ich mich zu befreien. Nein, mach mal die Wippe hier. Hoch. Oh, mach mal ganz anders, Halliger. Ja. Gut, dann willst du drehen. Dann mach den Baumstamm. Nein, Mist, jetzt hat er mich. Oh, mach ich den Baumstamm. Also. Ja, habe ich ihn wieder. Und jetzt halte ich ihn, bis ich gewonnen habe. Da müsst ihr dann ein bisschen schauspielern, ja? Mit der Puppe zusammen. So, das war euer ganzes Gelbgurt-Programm. Macht
guckt das Video nicht ganz an, sondern macht immer nach einem Teil Stopp, übt das Ding, fahrt nochmal zurück, guckt es euch nochmal an, wenn es stimmt, nochmal probieren, nochmal zurückfahren, nochmal probieren, bis ihr es könnt. Es wäre super, dass ihr wieder im Dezember trainieren könnt, dass ihr, Geld weiß Gott, so weit seid, dass wir dann nicht mehr viel üben müssen und gleich dann sozusagen den Gelbgurt relativ flott machen können. Okay, ich wünsche euch viel Spaß dabei beim Üben. Guckt bitte auch die U10 und U12 Trainings an. Macht damit. Ihr könnt ja im Prinzip jetzt jeden Tag trainieren. Ihr könnt auch nochmal die Videos vom April bis Juni angucken. Also ihr habt jetzt, glaube ich, insgesamt 10, 15 Videos, wo ihr jeden zweiten Tag was machen könnt. Und dann hoffe ich, dass ich euch fit wieder im Dezember sehe. Tschüss, ciao, bye bye.